Mutter aller Schlachten? Ja. Das ist doch, am Ende musst du doch welche einfrieren quasi, um die 25.000 Jahre später zur Mutter aller Schlachten wieder, damit du dann welche hast, die dann da für dich kämpfen. So weit kam ich nie. Ja, das Problem ist, wenn du das, wenn du die Anleitung nicht so genau gelesen hast und das nicht wusstest, dann hast du quasi bis zum vorletzten Level alles wunderbar und dann hast du verloren gehabt. Weil du nicht wusstest, dass man die einfrieren muss. Aber irgendwann habe ich die Anleitung da mal richtig gelesen und dann habe ich das auch verstanden. Ist natürlich genau. Auch einfach ein geiler Kopierschutz eigentlich, ne? Hm. Damals war das ja so ein massives Problem mit Raubkopien und wenn du dann hast du einfach was ins Handbuch geschrieben, was super essentiell ist und dann war das so, ach du bist Raubkopierer, lala. Ja, so bei Exuma zum Beispiel, wo man ohne das Tagebuch des Own Jugger keine Chance hat, weil da bestimmte, manche Informationen stehen halt nur da drin und du musst sie dann noch finden. Die man für das Spiel braucht. Exuma? Ja. Echt? Genau. Gibt's da auch so? Da gibt's auch, also ich habe ja angefangen das zu spielen und es müsste mal fertig gespielt werden, aber ich stehe ja mit dem Parsei mal so auf Kriegsfuß, aber vielleicht kriege ich ja Unterstützung von jemandem, der mir dabei hilft, das durchzuspielen. Ein Text-Adventure. Ja. Du erinnerst dich, wie wir, als wir noch so groß waren, Text-Adventure gespielt haben. Haben wir? Du hast mir irgendwie immer verzweifelt versucht zu erklären, was da toll dran ist. Und ich so, gehe Westen. Hagen, da gibt's keinen Westen. Gehe Osten. Wir stehen in einem Raum. Mist. Geh aus der Tür raus. Also der Parser von Hexuma, der kann, er versteht schon was, aber... Also, ja, ihr könnt euch ja mal die Hexuma-Videos angucken. Die ersten 5 Kapitel habe ich ja. Hast du zufällig ein Video vielleicht, was man verlinken könnte? Ich habe so 1-2 Videos da an dieser... Kannst du für den geneigten Zuschauer, der vielleicht nicht so viel mit Hexuma und Parsern und Text Adventure Katma... Direkt an der Grenze ist hier eine Burg. Ja, sehr gut. Nichts anderes bin ich gewohnt. Mal erklären, worum es geht. Ja, kurz mal die Story kurz umreißen. Genau. Es geht darum, man ist ein Immobilienhändler und man soll ein altes, verlassenes, gruseliges Haus auf einem Berg in Augenschein nehmen, was verkauft werden soll und da dann auch übernachten und dann kommt man da an und guckt sich um und ganz merkwürdige Sachen passiert. Es ist ein unheimliches Monster, schleicht draußen herum, ein Dämon und ja, man kommt über die Geschichte des Haus des Own Jugger, der in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts dort gelebt hat und herausgefunden hat, was vor ihm da passiert ist, nämlich ein Geheimkult um wie hieß er? Ich habe es vergessen. Hier so einen sechsäugigen Gott oder ein sechsäugiges Dämonenwesen. Also ein Dämonenwesen und sein Auge wurde in 6 Teile zerschlagen. 6 Splitter vom Auge des Karl. Der Karl ist es, genau. Der Karl ist es. Der Karl ist es. Du hast gebiebt. Genau. Also nur damit, du hast mich jetzt so ein bisschen erwähnt. Also bist Immobilienhändler, versuchst dieses uralte Dingsbums loszuwerden, musst natürlich, weil das immer so ist, in diesem Horrorhaus pennen und weil es immer so ist, gibt es da irgendwas Schlimmes, Dramatisches. Und dann stellst du fest, Achtung, Dämonen, und dann driftest du ab ins Fantasy-Reich. Und also man findet dann im Keller eine, quasi eine Kultstätte. Ach so. Von der aus man zu Dimensionsreisen aufbrechen kann. Jetzt dreht's aber wirklich ab. Und die Dimensionsreisen, in jeder dieser Dimensionen ist einer der Splitter vom Auge des Karl versteckt und die muss man alle finden. Denn wenn man die alle findet und zusammensteckt, dann passiert was ganz Schlimmes. Deswegen muss man die aus ihren Verstecken holen. Und zusammenstecken. Um dann sicherzustellen, dass keiner die findet und dass die keiner zusammensteckt, muss man die finden und dann... Zufälligerweise stolpert man und es war so zack und ups. Weiß ich noch nicht, weil ich habe 5 von 6 habe ich. Also das 6. Stück fehlt mir noch. Und das ganze Ding, nur nochmal, es ist ja ein Text-Adventure, sprich keine Grafik. Ja doch, du hast Bilder. Die, ach so, oben so eine Standgrafik. Genau, das ist eine Standgrafik und die ändert sich auch immer mal, ist auch ganz hübsch gemacht und hat Musik und so weiter. Und der Musik von Chris Hülsberg, wenn ich mich recht entsinne. Der auch Musik gemacht hat für... Turrican, R-Type, Battle Isle. Er hat die Soundeffekte gemacht für Death Trap.
was wir mal zufälligerweise hier linken wollen, gespielt haben. Durchgespielt. Mit fast keinen Cheats außer Unendlich Leben. Der geneigte Zuschauer hat das bestimmt nicht bemerkt. Nein. Was hat er noch gemacht? Giant Assisters, Gemax, Das ist keine gute Aufzählung. Apidia. Ja? Ich habe keine Ahnung, ich hätte schon mit Turrican aufgehört, aber sieh durch. Jinx. Was ist ein Jinx? Das ist so ein Arkanoid-Klon. Ah. So ein Arcade-Shooter-Ding. Sowas wie Waltz. Ah. Ja. Ach so. Was für euch bei Gelegenheit auch mal vorstellen. Ein ganz cooles Spiel von ganz coolen Leuten. Die damals viel jünger waren. Genau, als heute. Da ist ein Mimib. Ihre Siedlung wird angegriffen. Wurde angegriffen. Dieser Verlust da, diese Steine. Oh, guck mal, der hat ja jetzt schon, hat ja schon was gewonnen. Also auf jeden Fall, die Story ist geschrieben von Harald Evers, von der Weltenschmiede. Er hat aber nur einmal getroffen von fünfmal. Das war wirklich so ein Loser-Type, ey. Den kannst du ja nur abklatschen. Nicht ganz. Oh, der ist aber ganz schön fies reingeschnitten da unten, ja. Und also die Story ist wirklich, wirklich gut. Sie klingt so ein bisschen abgedreht, aber es ist abwechslungsreich. Man landet in verschiedenen Zeitaltern dann. Irgendwo in der fernen Zukunft, in der Dinosaurierzeit landet man. Man landet in einer Eiswüste und dann ist man auf einer Südseeinsel mit Piraten und so. Also schon ganz cool gemacht. Die Texte sind sehr, sehr witzig geschrieben. Mhm. Nur der Parser. Du hast diesen Parser, ne? Ja, ich hasse ihn. Es ist widerlich. Also, was ist ein Parser? Man kommuniziert, also das Spiel kommuniziert mit einem, dem es Text schreibt. Also im Prinzip man nennt es auch auf Englisch Interactive Fiction. Also es ist quasi ein Roman, ein interaktiver Roman. Und das Spiel gibt einen Text, den man lesen muss. Und man interagiert mit dem Spiel, indem man auch einen Text schreibt. Man schreibt, was man als nächstes macht, als deutschen Satz. Eines der wenigen deutschen Text-Adventures, weil deutsche Sätze zu interpretieren, zu parsen, ist schon mal deutlich komplizierter als englische, weil so englische Satzkonstruktionen etwas einfacher sind. Echt? Ja. Du hast im Englischen... Also ich wusste, dass wir Grammatikformen ziemlich übel haben, aber die Zeitenformen, aber die Satzkonstruktion? Naja, also im Englischen hast du eigentlich immer so Subjekt, Prädikat, Objekt. Objekt. Haben wir auch. Ja. Also das weiß ich, kann weiß nicht viel über Grammatik, aber das haben wir auch. Also nehmen wir zum Beispiel mal an, I am fine. Ich bin fine. Mir geht es gut. Ja. Jetzt kannst du im Deutschen auch sagen, gut, mir geht's. Das ist zwar eine das ungewöhnliche Satzkonstruktion, aber es ist noch richtig. Also ich habe noch nie gut mir geht's gesagt. Ich habe gut andersrum. Gut geht's mir. Ja. Ja und das macht gut, jetzt mehr Sinn. Und gut mir geht's ist zwar auch ist noch verschrobener, aber es ist immer noch nicht falsch. Kann ich zumindest akzeptieren. Ja. Well I am ist halt Yoda. Das ist im Englischen einfach falsch. Und also es gab mal bei Hit Radio FFH, mir geht's gut, gab es so über die Raumstation Mir, die ja schon lange nicht mehr existiert, aber da gab es mal so ein Comedy-Format, weil da ja dauernd was kaputt war auf dieser russischen Raumstation, wo dann Genosse Unteroffizier, lassen Sie uns machen, kleine Checkliste für die wichtigsten Instrumente. Konrad Hobbel, geht sich sehr gut. Kaffeemaschinowitsch, wunderbar. Rasierapparat, check, geht sich sehr gut. Sehr gut, Genosse Unteroffizier. Mir geht's gut. Ja. Du hast das zu häufig gehört, Mann. Was? Und da gab es mal auch ein Gewinnspiel, wo man gewinnen konnte und da wurde ein quasi ein Glücksrad gespielt, wo
mir geht's gut, diese drei Wörter in eine beliebige Reihenfolge gebracht wurden. Und man konnte irgendwie einen größeren Geldbetrag gewinnen, einen kleineren Geldbetrag gewinnen oder man hat verloren. Und dann gab es die Satzkonstruktion, mir geht's gut. Geht's mir gut? Das geht auch noch, ja, ich verstehe also, jetzt, was du meinst. Mir geht's gut hat den maximalen Betrag gebracht. Gut geht's mir und gut mir geht's hat einen kleineren Betrag. Und mir gut geht's hat kein Geld bekommen, weil das kannst du in Deutschland nicht sagen. So, also auf jeden Fall, deutsche Satzkonstruktionen sind komplexer möglich als im Englischen. Wir sind halt einfach komplexer als der Englischsprachige an sich. Wir haben mehr Komplexe. Jetzt wollte ich voll abledern über die Brexits dieser Welt und die Trump-Nominierer, weißt du? Aber jetzt hat wieder... Das ist ein neues Weichei-Wort, du Trump-Nominierer. Jetzt war ich so richtig cool auf so einer politischen Welle. Ja. Wollte hier total die wesentlichen Themen rausballern und du hast es vernichtet. Tja, und womit? Mit Recht. Genau. Das heißt also, aber zu Recht. Komplizierte Satzkonstruktion. Also... aus einem deutschen Satz herauszufinden, was meint der Mensch da eigentlich, ist für den Computer deutlich komplizierter, als es für einen englischen Satz ist. Deswegen gibt es relativ wenige deutsche Text-Adventures. Das ist auch das Siri-Problem. Jetzt habe ich es gesagt. Das Siri ist es nicht. Cortana. Cortana gibt es auch noch. Cortana. Ja. Ja, die hatten auch immer Riesenprobleme. Die haben zuerst auf Englisch gut funktioniert, jedenfalls. Ja. Und, Sie haben auf Englisch gut funktioniert. Ja, gut, in Silicon Valley gemacht worden. Ja. Wenn der Programmierer die Sprache spricht, macht's das viel einfacher. Ach, was? Wenn ich das mal so sagen darf. Also jedenfalls das Hexuma. Ich find's ein cooles Spiel. Und es gefällt mir von der Story. Ich quäl mich immer so ein bisschen durch mit was ich denn ihm genau sagen muss, um das zu tun, was ich will. Ach so, das ist gar nicht. Du musst ja wirklich vorwärts, rückwärts rumprobieren oder was? Ist nicht naja. So. Also ich kenne noch die der Troll ist auf der Brücke Problem. Dieses gehe Ost. Nee, das Problem ist. Vor dir ist eine Brücke. Gehe Ost. Binde das Seil an dem Pfosten. Verstehe ich nicht. Mach das Seil am Pfosten fest. Verstehe ich nicht. Wickle das Seil um den Pfosten. Verstehe ich nicht. Befestige das Seil am Pfosten. Aha, jetzt habe ich es verstanden. Das ist der Hexuma-Parser. Du musst also immer auch ein Verb reinmachen. Du kannst nicht einfach so Seil an Pfosten. Nee, du musst das richtige Verb haben. Also du kannst wirklich deutsche Sätze eingeben und der versteht da relativ viel. Nur an manchen Stellen erwartet er ein bestimmtes Wort, was dem Programmierer geläufiger war als mir. Um es mal so zu nett zu formulieren. Eigentlich ist er auch nicht der Programmierer gewesen, sondern der Übersetzer. Nee, es ist ja ein deutsches Spiel. Ach so, stimmt, dann war es doch der Programmierer. Genau. Es war, also der, wie gesagt, derjenige, der es geschrieben hat, Harald Ewers, ist leider inzwischen verstorben. Von wann ist es denn, Pi mal Daumen? 1993 war das, wenn ich mich recht entsinne. Wenn du überlegst, wie viel, das ist jetzt auch ein paar Jahre her. Ja. Man darf es jetzt nicht. Und wenn der Herr Ewers, wie ist er, Ewers? Damals, keine Ahnung, Spaß dran hatte, mit 50 das Ding zu machen, dann hat er jetzt auch ein schönes Alter. Also ich meine, klingt jetzt blöd, aber ich freue mich, wenn ich es dann erreicht habe. Nee, dann freue ich mich nicht mehr. Ja gut, das ist eigentlich immer falsch, aber hatten wir ja schon mal das Thema. Jetzt bin ich wieder deprimiert, hast du super gemacht. Lass uns doch mal hier, also vielleicht noch kurz zum Abschluss, das war das dritte Amiga-Text-Adventure von der Weltenschmiede. Davor gab es das Stundenglas und die Kathedrale. Habe ich auch beide da, nur ich glaube, ob ich nach Hexuma, also das muss ich mir mal schwer überlegen, ob ich das dann als nächstes mache. Alles von Software 2000, von denen auch drei andere deutsche Text-Adventures sind. Also es gibt, ich kenne 6 Text-Adventures für ein Amiga, kommerzielle und alle sind von Software 2000. 3 von der Weltenschmiede und 3 von PM, irgendwie von einem anderen jedenfalls. Und zwar war das die Stadt der Löwen. Da reist man nach Singapur quasi. Geht so ein bisschen in die Richtung von so Story-based Spielen. Mhm. Also da hast du noch weniger Spielmechanik als bei den anderen. Mhm. So was man heute so kennt mit The Wolf Among Us oder die Telltale-Dinger. Ja, oder auch Life is Strange und sowas.
sowas halt mit ganz, ganz einfachen Mitteln, so ein bisschen in der Richtung war das wohl. Die Stadt der Löwen, Holiday Maker war das zweite und das dritte war Jonathan. Ja, das waren die drei. Die Stadt der Löwen, Holiday Maker und Jonathan. Du hast die Familie da nicht abgerissen, ne? Du hast mich abgelenkt. Dann reiß ich die doch mal ab hier. Das war die falsche. Die hat aber 0% gehabt. Der hat nichts zu futtern gehabt. Das war doch das Problem. Das war voll. Das ist doch das Hauptproblem. Dennis, eben hast du mir noch gesagt, das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin hier nur für den Eroberung des Gegners zuständig. Ja, nichts anderes habe ich von dir erwartet. Zurücklehnen und die Arme verschränken. Und dabei vorwurfsvoll gucken. Aber erzähl uns doch mal irgendeine... Du greifst mit lauter bärtigen Typen einen Helmbuschritter an. Mit lauter bärtigen Typen? Gut, die können doch nichts. Der bärtige an... Oh, ja gut, wer so ein rosa Schürzchen umhat. Ja.